Hey, das ist er. Hey. Was ist mit ihm? Keine Angst. Komm, alles gut, die Polizei. Du bist safe. Komm mal her. Ist alles gut. Kommen Sie. Bleib mal hier. Keine Panik. Die Polizei ist da. Alles gut. Du brauchst keine Angst haben. Ja, bleib mal bei mir. Geh mal nicht weg. Bleib mal bei mir. Du brauchst keine Angst haben. Gib mir deine Hand. Ist alles gut. Alles gut. Ganz ruhig. Arnold, für den ganz ruhig. Atmen. Schick uns mal bitte ganz dringend in unsere eingesetzte Örtlichkeiten RTW und Verstärkungskräfte. Wir haben hier mutmaßlichen Opfer eines Raubüberfalls oder einer Vergewaltigung. Habe ich mitbekommen. Wo war's? Wo ist es passiert? Wo ist es passiert? Zeig mir nur, wo es war. Da. Geh mal da. Mann. Ich mach mal ein paar Meter. Ja, ich check das mal. Ich versuche sie hier mal abzusetzen. Du bleibst in Rufweite, ne? Ja, ich bleib in Rufweite. Okay. Ganz gut. Wollen wir uns mal hinsetzen? Willst du dich mal kannst du stehen? Ganz ruhig atmen. Ich bin da. Ich gehe auch nicht weg. Alles gut. Tief Luft holen. Ganz tief Luft holen. Alles gut. Paul Richter und Stefan Sindera sind Teil einer Einsatzkommission der Kölner Polizei, die seit Wochen im Fall eines Serienvergewaltigers aktiv ist. Besonders in den Abendstunden laufen die Polizeioberkommissare in diesem Park Streife, weil es hier bereits zu 4 sexuellen Übergriffen gekommen ist. Ganz ruhig. Wird jetzt wärmer, okay? Hat sie sich schon geäußert? Nee. Nichts. Also von einem möglichen Täter weit und breit keine Spur. Das Einzige, was ich da in so einem Gebüsch gefunden habe, das war ein Schlüsselanhänger, eine leere Kondomverpackung, ein Ring lag noch daneben und eine Flasche, die war zerbrochen. Ich weiß nicht, ob er ihr damit vielleicht, ob er sie verletzt hat. Alles gut. Das bringt nichts. Alles spusi. Würde ich auch sagen. Bleib da, wir warten auf ein Treffen RTW. Ja, machen wir das so. Ich bleib bei ihr. Okay? Ganz ruhig. Hilfe ist unterwegs, ne? Frau Dr. Bergmann, warum wir ausgerechnet diesen Park bestreift haben, das hatte natürlich auch seine Gründe. Dort gab es halt in der letzten Zeit mehrere sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung. Ich weiß nicht, ob die alle bei Ihnen gelandet sind. Aber wir haben natürlich immensen öffentlichen Fahndungsdruck, die Presse halt. Ja, also dazu kann ich sagen, bei unserer jungen Dame hier liegt also keine Vergewaltigung vor, ein sexueller Übergriff. Wohl ja, so wie sie auch, und vor allem hat sie auch eine Amnesie. Also ich habe bis jetzt weder einen Namen noch habe ich einen Tathergang oder Täterbeschreibung. Sie weiß nichts und ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauert, bis sie sich wieder an was erinnern kann. Mhm. Ja, und auch noch Verletzungen? Irgendwas anderes? Nein, Verletzungen haben wir keine bei ihr feststellen können. Allerdings das Blut, was wir an der Kleidung gefunden haben, ist also nicht von ihr. Das muss also von jemand anders sein. Die DNA im sichergestellten Blut ist die erste Spur zum skrupellosen Serienvergewaltiger. Da die nach dem sexuellen Übergriff traumatisierte Frau an einer vorübergehenden Amnesie leidet, befragen Paul Richter und Stefan Sindera sie einfühlsam. Ich habe die Beamten dabei. Können Sie denen ein paar Fragen beantworten? Ja? Okay, gut. Ich hätte wirklich auch nur 1, 2 Fragen an Sie, wenn das für Sie in Ordnung ist. Mhm. Können Sie sich erinnern, wo Sie hergekommen sind oder wohin Sie gegangen sind? Nein. Nichts. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Nein. Alles gut, nicht aufregen. Kommt Ihnen dieser Schlüsselanhänger bekannt vor, wenn Sie einmal schauen? Nein. Schon mal gesehen? Nein. Okay. Und dieser Ring hier? Auch nicht, nein. Ich würde ganz gern eine Sache zu Ende bringen. Ich würde gerne ein Foto von Ihnen machen, wenn das für Sie okay ist, damit wir abgleichen können, ob Sie im Fahndungsbestand oder bei uns irgendwo auffallen, ja? Mhm. Wenn Sie mich einmal anschauen würden. Danke, reicht schon. Ich glaube, viel mehr können wir jetzt auch nicht machen. Ich will Sie auch nicht länger belasten. Wir lassen Sie jetzt in Ruhe. Wenn Sie was anderes haben, wenn Ihnen noch was einfällt, ne, bitte Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, ich gebe Ihnen Bescheid. Okay. Danke erstmal, ja? Ja? Dankeschön. Moment. Haben Sie noch was? Ich kann mich, glaube ich, doch an irgendwas erinnern. Ein bestimmter Geruch. Parfüm vielleicht? Nein. Nach Schweiß und irgendwas Frisches. Minze. Pfefferminz oder sowas. Das würden Sie dem Täter zuordnen? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach diesen Geruch in der Nase. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Entspannen Sie sich. Bitte. Finden Sie dieses Schwein. Versprochen. Wenn ich das Ganze jetzt noch mal rekapituliere. Ich meine, sie passt genau in unser Strickmuster von dem Täter. Auch was die KTU sagt, wegen den ganzen Klamotten. Ne? Das Höschen fehlte übrigens. Plätze? Ihr? Ja. Die KTU hat die Blutspuren, die Ärztin sagt, das sind nicht ihre. Das Höschen fehlt. Vielleicht ist das so ein Perverser, der daran riecht. Unsere Serie. Ja. Unsere Serie. Wir haben noch den Ring. Wir haben noch den Schlüsselanhänger. Wache, sortieren. Dann lassen wir uns das Ganze nochmal rekapitulieren. Wir haben unser Opfer heute im Park gefunden, zum Glück nicht vergewaltigt. Trotzdem würde ich, ist die einzige, trotzdem würde ich es halt unserem Serienvergewaltiger zuordnen. Denn, gucken wir mal. Zwischen Opfer Nummer 1 und 2 lag ein Monat. Zwischen Opfer Nummer 2 und 3 lag ein Monat. Zwischen Opfer Nummer 3 und 4 lag ein Monat. So, und dann setzt eine Pause ein von 3 Monaten. Und dann haben wir unser Opfer heute. Aber wieder genau im Park. Opfer Nummer 5. So. Was haben wir an Beweismitteln? Beweismittel, mögliche Beweismittel, wenn wir sie dem Täter zuordnen können, haben wir heute gefunden den Schlüsselanhänger mit Air Express und diesen Ring. Ich habe mit Air Express gesprochen. Air Express ist ein großes Unternehmen, die haben europaweit über 8000 Angestellte. Es könnte uns vielleicht schwerfallen, da einen vernünftigen Treffer zu landen. Mit dem Ring würde ich ansetzen. Opfer? Generell, alle sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie sind blond, sie sind sportlich. Alle sind bei Fitnessstudio Healthy Fit, was in unmittelbarer Nähe zu dem Park ist, wo wir sie auch aufgefunden haben. So. Und der Täter nimmt vermutlich Höschen und Ausweise mit. Grüß euch. Ja, es ist gut, dass du da bist. Ja, perfekt. Pass auf. Ich habe einen Ring, den müsstest du mir einmal checken. Ja. Ich möchte, dass jeder Juwelier in Köln angesprochen wird, ob er den Ring schon mal gesehen hat, beziehungsweise ob er dir Gravur irgendwo mal gesehen hat. Ob der Ring aus Köln kommt, ist ja unerheblich. Okay. Ja, ein zweites Ding. Die Opfer 5 bei uns. Ja. Check bitte mal am Fitnessstudio Healthy Fit, ob die mit dem Bild was anfangen können, ob die bei denen Mitglied ist. Wenn die ein Clubkärtchen hat mit Foto, können die uns vielleicht sagen, wie die heißt. Okay, mache ich. Ja? Kein Problem. Probier mal, danke dir. Alles klar. Okay, ich fasse zusammen. Die Ärztin hat gesagt, dass es Fremdblut sei. Beziehungsweise, dass wir davon ausgehen, dass der Täter durch die Glasscherben, die wir reserviert haben, verletzt wurde. Entsprechend würde ich als nächstes ansetzen, alle Krankenhäuser anzufahren und zu gucken, ob zumindest ambulant in Köln irgendjemand mit Schnittverletzungen behandelt wurde. Was für Schnittverletzungen auch immer sind, vielleicht können die es eingrenzen. Aber wenn die Flasche kaputt ist... Komm rein! Ich habe was erreicht beim Fitnessstudio. Und zwar konnte das Foto einem Mitglied zugeordnet werden. Es handelt sich um eine Frau Wieland. Sarah mit Vornamen. Wieland? Ohne Haar. Wie gesprochen? Ganz genau. Such bitte oder frag alle Krankenhäuser ab, ob heute Nacht Personen mit Schnittverletzungen behandelt wurden, auch ambulant. Ja. Je nachdem, wo die sind, beziehungsweise was für Schnittverletzungen sind, will ich die alle am Tisch haben. Alles klar. Ja, danke dir. Wir können dann noch mal zu der Sarah Wieland und wenn es dir morgen besser geht, machen wir vielleicht noch mal eine Tatortbegehung mit ihr. Machen wir das als nächstes. Also Sie müssen wirklich nicht mehr machen, als Sie wollen. Wenn Sie nicht mehr können, sagen Sie Bescheid, dann fahren wir sofort wieder. Ja? Das hier ist eine klassische Tatortbegehung. Das heißt, wir erhoffen uns hier, dadurch, dass Sie hier vor Ort sind, vielleicht noch auf andere Sachen stoßen und Ihnen Sachen einfallen, die vielleicht vorher nicht angesprochen wurden. Wenn das zu viel ist, der Kollege hat es gerade gesagt, Stopp sagen, wir fahren sofort wieder nach Hause. Okay. Versuchen Sie mal zu rekapitulieren. Also, ich bin den Weg hier entlang gekommen vom Fitnessstudio und hier runtergegangen und ich glaube nach vorne ungefähr hat mich irgendjemand von hinten gepackt, mir den Mund zugehalten und mich hier rüber gezerrt. Ich Das heißt, Sie waren da auf dem Weg? Genau, ich bin den Weg entlang gegangen vom Fitnessstudio aus. Okay, und sind Sie dann auf Geräusche aufmerksam? Nein, ich habe... Oder haben Sie da schon jemanden gesehen, eine Person, die vielleicht vorhin spazieren war? Nein, es war dunkel, es war ja schon dunkel und ich habe niemanden gesehen oder gehört, gar nichts. Es war ganz plötzlich. Und dann haben Sie sich aber ja trotzdem noch gewehrt. Ich habe es versucht, ich habe versucht, ihn wegzudrücken, irgendwie von mir runterzudrücken, aber er war so stark und dann habe ich versucht, irgendwas zu greifen, irgendwie, und dann hatte ich irgendwas in der Hand, ich glaube, es war eine Flasche, es war auf jeden Fall Glas, und dann habe ich einfach ausgeholt und zugeschlagen und konnten so der Situation entkommen. Wissen Sie denn noch, wo Sie ihn getroffen haben? War das Kopfbereich, war das der obere Brustbereich? Ich weiß nicht. Sie machen das sehr, sehr gut, wirklich. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne mit Ihnen absprechen möchte. Sie gehen ja hier ins Fitnessstudio. Ja. Sie sind nicht die einzige Dame, die in diesem Fitnessstudio teilnimmt bzw. Kundin ist, sondern auch andere Opfer haben den gleichen Weg letzten Endes wie Sie. Ist Ihnen irgendwas in der Vergangenheit aufgefallen, im Studio, auf dem Wege dahin, besondere Personen, besondere Vorkommnisse, wo Sie sagen, ah, eine Person, eine männliche Person vor allem? Naja, also einer der Trainer, Kevin ist sein Name, aber ich weiß den Nachnamen nicht. Das ist nicht schlimm. Erzählen Sie mal. Ist in letzter Zeit ein bisschen, naja, zudringlicher geworden. Naja, Berührungen hier und da, die nicht, naja, direkt gewünscht waren, und komischen Blicken, und ich habe mir gedacht, ich bilde mir das nur ein vielleicht, aber irgendwann stand er auf einmal in der Umkleidekabine. Bei Ihnen? Ja. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so normal, oder? Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, damit vielleicht zur Polizei zu gehen? Weil das ist ja schon ein starkes Stück, wenn der Trainer hier so auf Tuchfühlung geht. Natürlich ist mir bewusst, dass das nicht normal ist, aber was hätte ich denn... Ich hatte ja keine Beweise. Ohne dass er da jetzt in irgendeiner Form beschuldigt wird, würde ich ihn trotzdem umgehend vorladen und mal hören, was er zu der ganzen Sache zu sagen hat. Weil normal ist das nicht. Herr Braun, und Sie kommen jetzt gerade aus dem Fitnessstudio? Ja, klar. Okay, ich meine, Sie sind ja Trainer im Healthy Fit. Ja, ja, ja. So. Und Sie haben als Trainer die unangenehme Angewohnheit, in den Damenkabinen sich ungefragt herumzutreiben? Ja, sowas in der Art. Also jetzt so nicht, aber ich bin hin und wieder mal überall, ne? Ich weiß nicht, ob Sie da nicht ein bisschen den Job verfehlt haben. Wieso das denn? Oh, Herr Braun, warte mal, ey, wieso das denn? Die laufen hören Sie mal zu, erkläre ich Ihnen jetzt. Was war denn am 15.03.2018? Ja, wegen sexueller Belästigung, ist das richtig, ne? Von wegen sexueller Nötigung oder was die da meinte? Hier steht sexuelle Belästigung. Ja, klar, erstmal mich rollig machen, dass sie unbedingt will, und auf einmal dann so, jetzt so eine Tour abziehen. Was soll denn da? Wir sind lange raus aus der sexuellen Belästigung. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr im Kopf als nur Proteinpulver. Es geht um Vergewaltigung. Nein. Also das wir ermitteln in einem Fall, wo wir einen Serientäter suchen, der unmittelbar im Park zuschlägt, wo Sie im Fitnessstudio arbeiten. Nein, also... Wo waren Sie gestern Abend? Ich war im Studio, aber... Gibt's da Zeugen? Die Kameras. Sonst war ich alleine, aber ich war halt am Trainieren. Ich bin auch mal an den Mädels, aber ich würde doch keine Vergewaltigung... Das ist mir eine Nummer zu hoch, ey. Sie können... Ich bin doch kein Vergewaltigung. Sie können runterfahren. Wir haben den Hinweis darauf, dass eine der Geschädigten den Täter verletzt hat. Jetzt würde ich Sie bitten, einfach, Sie können sich da selber entlasten, indem Sie vielleicht mal Ihre Trainingsjacke und Ihr Hemd ausziehen und wir vielleicht da mal einen Blick drauf werfen dürfen. Jetzt wirklich? Also, ja. Okay, ja, wenn es Ihnen dann hilft. Dann ich doch mal hin, ich nehme die Jacke ab. Was haben Sie für Tapes am Arm? Das ist nur, weil ich ein paar Sportverletzungen hatte, damit es wieder besser wird, aber ich hab nichts, wie gesagt. Also Vergewaltigung, das hat ja nichts mit Arschgefühle zu tun, oder? Hören Sie, selbst eine Frau sexuell zu belästigen, das ist nicht mal eben eine Chipstüte. Die wollte das doch. Lassen Sie mal stehen. Ich habe doch gerade schon gesagt, dass sie das wollte. Die hat nur dargestellt, dass... Das will keine Frau. Nee, da ist nichts. Okay, ziehen Sie sich wieder an. Die Zeit drängt. Bleibt der Täter seinem Muster treu, sind es bis nächsten Dienstag nur noch 3 Tage. Doch der Abgleich der DNA auf der Bluse von Sarah Wieland hat keine Übereinstimmung in der Datenbank ergeben. In der Zwischenzeit haben die Kollegen der Einsatzkommission alle Männer, die am Tatabend im Krankenhaus mit Schnittverletzungen behandelt wurden, ermittelt. Für euch habe ich noch wichtige Infos, und zwar zu den Verdächtigen. Der zweite Verdächtiger, der Philipp Groß, der hat ein Alibi. Der vierte Verdächtige, Holger Ernst, den habe ich für 1 Stunde einbestellt, der kommt jetzt gleich. Jawohl. Mit dem werde ich noch sprechen. Und Thorsten Hartmann, zu dem kann ich euch noch nichts sagen. Der ist zur Vernehmung nicht erschienen, mit dem weiß ich nicht, was mit dem los ist. Der Hartmann ist nicht gekommen? Nee. Und der Rest ist raus? Ganz genau. Dann fahren wir jetzt nochmal zum Hartmann. Machen wir einen Hausbesuch.